Das Buch Wertorientierte Gemeindeentwicklung umfasst die wesentlichen Bereiche einer menschengerechten Lebensgestaltung. Partnerschaft überzeugt, zwei Bürgermeister, eine Idee, ist ein Teil davon. Bürgermeister sein im Sinne von meisterlicher Bürger heißt Vorbild sein. Menschlichkeit, Offenheit, Flexibilität und die Überzeugung, es sei Bestmögliches für die Gemeindegemeinschaft zu verwirklichen, sind einige Hauptmerkmale eines Bürgermeisters, der nicht der Macht dient, sondern die Macht benutzt, um den Menschen zu dienen. Erzähl mir mal ein bisschen was, wie das damals war. Ja, es ist an sich leicht gesagt, und zwar weil die Schwierigkeiten in der Gemeinde schon so groß gewesen sind, durch diesen Zerfall der örtlichen und dörflichen Struktur haben wir einfach was tun müssen. Sonst hätten wir zugeschaut, wie eigentlich unser Dorf total die Lebensqualität verloren hätte. Und wir haben natürlich erkannt, dass nur dann wirklich was zu machen ist unter so schwierigen Umständen, wenn wir alle zusammenhelfen. Und darum war der erste Schritt eigentlich, die wirkliche, ehrliche Zusammenarbeit unter den politischen Parteien, also die, die im Dorf auch politische Verantwortung tragen. Und nachdem das auf fruchtbaren Boden gefallen ist und nachdem das auch die Leute wirklich gut aufnehmen und die Ortsbewohner sich darüber freuen, ist das für uns eine Ermutigung, in dem Geist einfach die ganze Arbeit zu machen. Man hat ja gesehen, ich habe schon Gelegenheit gehabt, ein bisschen in der Gemeinde umzuschauen, dass da wirklich miteinander gearbeitet wird. Und gibt es da keine Probleme? Mein Gott, Probleme gibt es überall einmal. Ne? Aber man kann einmal sagen, im Großen und Ganzen gelingt es uns, dass wir uns zusammenreden, dass wir miteinander uns Vorhaben vornehmen und dann auch miteinander durchtragen und durchziehen und auch alle am Erfolg teilhaben. Einfach wirklich sich auch am Erfolg mitfreuen können. Das Wichtigste, glaube ich, ist einfach, dass das ehrlich gemacht ist. Dass man dieses Vertrauen, das man sich gegenseitig entgegenbringt, nicht ausgenutzt wird. Dass man wirklich auch mit den Informationen gut umgeht und nicht irgendwem was vorenthält an Informationen. Und dann haben wir das Glück, oder vielleicht sagen wir so, diese Atmosphäre, die da im Dorf entsteht, bringt auch enorme Kreativität mit sich. Und dadurch gibt es immer wieder Personen, besonders auch im Volksbildungswerk, wo denen einfach was einfällt und aus dem wir dann wieder was machen können. Das macht es jetzt schon jahrelang und da gibt es noch keine Abnutzung. Also zur Zeit würde ich sagen, sind wir noch nicht einmal in Hochform. Das ist, wir erwarten uns ja auch, nachdem wir die ersten positiven Anzeichen auch im Wirtschaftlichen schon sehen, erwarten wir uns ja für die Zukunft schon noch eine wesentliche wirtschaftliche Stärkung der Gemeinde. Du hast gesagt, dass die Geschäfte wieder da sind. Waren da schon zugesperrt oder ist das ganze Entwicklung jetzt auch für die Wirtschaft ein Aufschwung? Naja, die Hoffnungslosigkeit, die sich da über zwei Jahrzehnte ausgebreitet hat, hat natürlich, glaube ich, auch die Kreativität und das Engagement der Menschen bremst. Man hat eigentlich ja keine Zukunft gesehen im Ort. So wird Straßen ein Stück neben uns vorbei geht und auch der Verkehr vorbei rollt an uns, so ist auch das Wirtschaftliche an uns vorbeigegangen. Und durch dieses Auffangen, durch diesen Neubeginn, wo sie Unternehmer zusammengeredet haben, wie können wir denn uns gegenseitig stärken? Wir sitzen eh alle im selben Boot, wir haben alle dieselben Probleme und Sorgen zu tragen und haben zum Beispiel wie der Nöster und der Hieselmeier ihr Angebot direkt geteilt, Lebensmittel und Textilien, und das war ein Aufschwung. Und das sehen natürlich auch andere Gewerbetreibende, sei es jetzt im Tourismus, wo wir jetzt anfangen, auch wieder Autobusse und so weiter herzukriegen, dass sie sich auch gegenseitig stützen, einer dem anderen was zubringen. So wird praktisch wieder in der Ortschaft einkauft.
Das können wir wirklich feststellen, dass das enorm zunimmt, dass die Ortsbewohner zunehmend wirklich ihren Bedarf im Ort decken. Das ist auch, glaube ich, besonders hilfreich, dass hier auch gerade von Seiten der Konsumenten das Verständnis für unsere Gewerbetreibenden gewaltig gewachsen ist, auch für unsere Bauern. Sonst hätte ja der Bauernmarkt gar keine Chance bei uns. Und da haben natürlich auch meine Kollegen von der SPÖ viel beitragen dazu, weil sie eben in ihren Aussendungen, in ihren Mitteilungen immer wieder auf die Wichtigkeit des Ortslebens, auf die Wichtigkeit unserer Gewerbetreibenden und unserer Bauern hinweisen. Und das war sicher ein großer Impuls dazu. Du hast da vorhin den Bauernmarkt angesprochen. Wie war denn das bei euch? Da haben da die Bauern gleich mitgetan oder sind sie ein wenig gezwungen worden dazu oder hat sich das auch so entwickelt? Es hat ein paar Bauern gegeben, die von sich aus schon den Bauernmarkt haben wollen. Und einer von unseren Gemeinderäten hat das entsprechend unterstützt, hat sich eingesetzt dafür, hat ihnen geholfen. Wir haben auch Unterstützung gekriegt von Späß in Schlierbach, von diesem Seminarhaus und dem Team, das dort arbeitet, das sich im Besonderen mit der Neugestaltung von Produkten in der Landwirtschaft beschäftigt, haben uns auch unseren Leuten beigebracht, wie man den Markt aufzieht. Vor allem auch vom Anfang an die gute Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden. Und so muss ich sagen, das hohe Niveau der angebotenen Lebensmittel, die dort angeboten werden und das ganze Umfeld machen das zu einem guten Erfolg. Dann hätte ich nur eine Frage, und zwar, ich habe schon die Dorfernährung praktisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und wie hat sich das da ergeben oder wie habt ihr da angefangen damit? Weil bei uns, wir stehen auch so vor dem Beginn, wissen aber auch noch nicht recht, wie wir da anfangen sollen. Und da darf ich mich gern bei dir informieren drüber. Naja, wir haben einmal einen Vortrag vom Dr. Millendorfer gehört und der hat uns eigentlich Mut gemacht. Und der hat gesagt, der ländliche Raum ist der Hoffnungsraum der Zukunft. Nur dort können die Probleme der Industriegesellschaft wirklich zufriedenstellend gelöst werden. Und er sagt, mit dem Funktionieren des ländlichen Raumes ist eigentlich das Schicksal auch der Industriegesellschaft verbunden. Und das hat uns schon gewaltig Mut gemacht, denn bisher haben wir immer gehört, naja, wir sind eigentlich ein Relikt aus der Vergangenheit, das in der modernen Zeit, wo nur das Wirtschaftliche zählt, ja eigentlich keine Hoffnung und keine Zukunft hat. Und infolge dieser Bekanntschaft mit Dr. Millendorfer haben wir auch den Robert Moser kennengelernt und mit dem haben wir im Gemeinderat ein Seminar gehabt. Und der hat uns dort einfach die Augen geöffnet, dass wir gesehen haben, es gibt so viele Leute im Ort, die was zum Sagen haben. So viele Leute, die Ideen haben. Es geht erst in der Linie darum, wie man diese Menschen kreativ machen kann, dass das ein Führungsstil ist, dass das was zu tun hat mit dem Umgang miteinander. Und das war eigentlich sozusagen in der Praxis der Ansatz. Und von dort herauf haben wir dann weitergearbeitet und haben dann in einer eigenen Klausurtagung des Gemeinderates auch ein Leitbild erarbeitet, das von allen Fraktionen mitgetragen worden ist und auch jetzt in der Verwirklichung mitgetragen wird. Und nachdem wir jetzt ein gemeinsames Ziel haben, alle, die im Gemeinderat vertreten sind, und wir wissen, was wir wollen, aber auch wissen, wie wir das erreichen wollen, ist natürlich die Konfliktsituation eigentlich sehr gering, weil wir ziehen ja alle an einen Strick. Wir wollen ja eigentlich alle dasselbe. Ja, da haben wir eigentlich schon allerhand Gemeinsames, nur sind wir noch nicht so weit wie es. Wir haben auch erst vor kurzem mit Robert Moser so ein Seminar gemacht und waren überraschenderweise, haben da 60 Personen 3 Tage mitgetan und es hat sich schon allerhand ergeben. Aber wir sind erst am Beginn. Wir wollen auch ein Leitbild erstellen, aber das muss sich auch erst entwickeln, nicht? Und da braucht man sicher ein Jahr dazu Zeit, dass wir wissen, was bei uns lang gehen sollte oder in welche Richtung wir überhaupt wollen und was will unsere Bevölkerung. Und da haben wir eben vor, mit unserem Leitbild, dass wir das so aufarbeiten. Erstens hat sich einmal ein Team gebildet, das fängt an beim Herrn Pfarrer,
und beim Herrn Magister und beide Fraktionsobmänner sind da dabei, die mal darüber nachdenken, wie unser Gemeindeleitbild eigentlich einmal ausschauen soll. Und dann wollen wir es diskutieren mit der Bevölkerung und dann wieder überarbeiten und so wollen wir halt Schritt für Schritt unser Gemeindeleitbild erstellen. Und dann wollen wir eigentlich erst den nächsten Schritt weitermachen. Heimat, ein Begriff, manchmal beängstigend missbraucht, manchmal beängstigend verlacht. Einmal gemeint als Boden, einmal als geistiger Zustand und Gefühl des Zuhause-Seins. Aber immer ein Zustand des Sich-Befindens, des Sich-Findens. Heimat ist nicht nur der eigene Boden. Doch wo sollte Heimat wachsen können, wenn nicht im eigenen Bewusstsein? Wie ich zum Bürgermeister gewählt worden bin, habe ich gesagt, nein, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Und da haben wir mal so eine Klausurtagung gemacht von unserer Fraktion. Und da haben wir eigentlich den Steinbruch viel mehr mal gesehen. Und was da eigentlich passiert ist, und das war mal eine Anregung. Da haben wir gesagt, wir könnten es eigentlich auch so probieren, nicht? Und dann hast du angesprochen mit dem Dulnerfeld, ob es da Probleme gibt. Ich glaube, heute sind die sogenannten Gunstlagen nicht mehr die Gunstlagen. Weil da ist jahrzehntelang so gut gerannt, dass man eigentlich vergessen hat, nachzudenken, was in Zukunft passieren sollte. Und da ist so viel Substanz verloren gegangen. Und wenn ein bisschen ein Einbruch kommt, auf einmal steht man da und sagt, halt, so kann es ja gar nicht weitergehen. Und auch im dörflichen Bereich muss da wieder was passieren. Wie du auch eben schon gesagt hast, dass man ein bisschen wieder die Nachbarn mit einbezieht und nicht nur, dass jeder für sich allein lebt. Und ich glaube, das ist bei uns das Problem, dass die meisten pendeln aus. Die Städte, was in unserer Umgebung sind, bieten lukrative Arbeitsplätze und damit fährt er in der Früh weg und kommt auf die Nacht zurück und dann ist schon vorbei. Und dafür wollen wir da irgendwas unternehmen, dass die Bevölkerung, dass sie sich wieder mehr daheim fühlen. Da ist man eben nur mehr geborgen als wir bei uns, wo alles so zur Großstadt pendelt. Und das ist einfach von der Landschaft hier schon gegeben, dass man einfach ein bisschen zusammenrückt. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil gegenüber von uns. Naja, aber vielleicht, wenn wir gerade in der Landschaft wieder deutlicher erkennen, dass wir eigentlich am Schöpfungswerk teilhaben, dass wir gerade als Bauern ja doch eine andere Position als wie eine Industrie hat, dass man das tägliche Wachsen, das Werden und Vergehen der Natur sehen, das aber auch für den Menschen zutrifft, das wäre doch eine wahnsinnige Hilfe, dass man in der Zeit der Orientierungslosigkeit vielleicht die wirklichen Werte wieder entdecken. Und ich glaube, das gilt auch für so eine Gegend bei euch, wo gerade die gerade mit Fruchtbarkeit besonders gesegnet ist. Viele landwirtschaftliche Betriebe mit überhaltenen Tierbeständen und bodenfeindlichen Methoden gehen daran, im Sinne ökologischer und menschenorientierter Vernunft in die erkannt besseren Strukturen und Methoden einzulenken. Durch diese neue ökosoziale Agrarpolitik verstehen gerade die Bauern in besonderer Weise den Sinn ihres Handelns noch besser und begreifen auch, dass eigentlich wirklich was zu erhalten gibt. Dass man mit der industriellen Landwirtschaft nicht nur den Boden kaputt machen würde, sondern auch die Bauern untereinander, dieses Konkurrenzdenken. Aber auch der Konsument hat nichts, denn billige Lebensmittel alleine sind Zwänge. Sie müssen auch gesund sein, sie sollen den Menschen gut tun. Und auch das Land und die Landschaft, das Trinkwasser, das alles hat so eine enorme Bedeutung und das ist von der Art der Landbewirtschaftung überhaupt nicht zu trennen. Das gehört zusammen. Und das ist auch die Kernaussage immer wieder von Dr. Millendorfer gewesen, so oft ihn noch gehört habe, dass er immer wieder erwähnt, diese vielfältige Bedeutung der Landwirtschaft in kultureller Hinsicht, in der Umwelt, in der Landschaft, von der Art des Miteinanderlebens, von all diesen Bereichen. Und das ist eigentlich das, warum er uns wirklich auch wieder so viel Lebenskraft gegeben hat damit,
weil wir wissen, wir haben in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft einen wesentlichen Auftrag zu erfüllen. Das Land auch für unsere Nachkommen fruchtbar zu erhalten und die Art des Miteinanderlebens so zu gestalten, dass auch unsere Nachkommen und Kinder wieder einmal gern leben wollen. Großstädtische Wirtschaftsmethoden und Anlagen sind in fremde Gebiete eingedrungen, ohne besondere Rücksicht auf kulturelle Eigenständigkeiten zu nehmen. Die Anonymität der Großbetriebe hat nach und nach die Beziehung zur eigenen Kultur zersetzt, die Massenarbeit den Bezug zur Heimat entfremdet. Wohin geht die Jugend? Bei uns gibt es eine traditionelle Jugend, das ist das ländliche Vorbildungswerk mit Volkstanz und so, aber die spricht halt auch nicht alles an. Und die andere Jugend, ja, die hat eigentlich keinen so richtigen Zusammenhalt und keinen Treff. Jetzt ist bei uns halt schon oft gekommen mit der Jugend, da soll irgendwas passieren. Ich bin mir aber noch nicht im Klaren, wie könnte man das eigentlich gestalten oder probieren mit der Jugend, dass man die näher zubekriegt. Ich habe zwar gesehen, auch beim Gemeindeseminar sind einige Jugendliche dabei gewesen, die sich interessieren, aber das ist einfach Zwang. Und die Jugend ist ja unsere Zukunft und die muss man da richtig integrieren. Und das muss weit mehr sein, als wir Brauchtumspflege oder Volkstanz. Wie ist das bei euch? Ist da die Jugend schon voll dabei oder fällt es da auch noch ein bisschen? Naja, ich glaube einfach, dass die Jugend gerade diese Erneuerung sehr positiv aufnimmt. Denn die Jugend ist ja genau die Gruppe, die Fehlentwicklungen unserer Gesellschaft am meisten zu spüren kriegt. Denn wir können schon die Zeit berechnen, für die wir zur Verfügung noch haben, da wird es schon noch gehen. Die haben aber das Leben erst vor sich. Und so sind die Aktivitäten, die wir setzen in der Gemeinde, genau die Themen, die eigentlich die Jugend interessiert. Es geht um die Zukunft, es geht um die Visionen. Und da muss ich sagen, haben wir ja auch einige Abende gemacht für die Jugend und die beteiligt sich an diesen Veranstaltungen sehr zahlreich. Vor allem werden diese Jugendveranstaltungen auch über die Parteigrenzen hinweg gemacht, auch gemeinsam mit katholischer Jugend und Fachgruppen und der politischen Jugend. Und dieses Miteinander suchen und arbeiten bringt einfach mit was ein. Ich kann auch manchmal feststellen, dass es einer zu langsam geht, dass manchmal auch die Umsetzung nur schneller gehen soll. Nur ist halt auch das Problem, dass man jemanden überfordern darf und es müssen auch die älteren Bewohner des Dorfes mit da können und das mitkriegen können, um was es geht. Und so gesehen muss man halt den Kompromiss schaffen zwischen dem Drängen der Jugend und dem Bewahren der älteren Generation und das ist sicher Aufgabe, aber sonst glaube ich, fühlt sich unsere Jugend in dieser Art der Arbeit wirklich pudelwohl. Ich bin eigentlich froh, dass das bei euch so gut rennt und es gibt uns auch bei uns wieder Hoffnung, dass man die Jugend noch mehr dazu reinkriegt. Aber ich hätte nur eine Frage und zwar, wie ist das? Du hast gesagt, die Jugend drängt mehr. Ist auch deine Meinung, dass man sowas ein bisschen vorsichtiger angehen sollte, dass man die Bevölkerung nicht überfordert oder sollte man es wirklich ein bisschen unter Druck setzen? Ich glaube, der Mittelweg ist das Richtige. Man soll nichts gebrochen werden bei diesem Vorgehen. Natürlich wird es manchmal trotzdem für wem momentan nicht annehmbar sein, wird vielleicht beobachtend zuschauen. Aber wenn was Gutes geschieht, dann ist doch jeder nachher bereit, dass er sagt, naja, eigentlich, es hat passt. Und so gesehen würde ich einfach sagen, was unsere Kräfte vertragen, ohne dass wir uns jetzt wirklich ganz übermachen, alles, was wir überschauen können, das soll man eigentlich tun, jeden Schritt in die richtige Richtung setzen, das ist das Entscheidende. Dann dürfen es auch kleine Schritte sein, aber die Richtung muss stimmen. Und auf dem Weg sind wir, in die richtige Richtung geht's und da spielt die Zeit und die Geschwindigkeit dieses Erneuerungsprozesses nicht so sehr eine große Rolle. Wir hoffen, dass auch von der Politik im Großen das immer mehr verstanden wird, was wir glauben, dass man auch dort erkennt, dass wir in einer Zeit leben, die dringend diese Neubesinnung braucht. Es gibt genügend Ansätze. Wir haben jetzt, glaube ich, auch eine Reihe von Leuten, die das gut verstehen, in oberer Ebene
aber es muss auch noch von dort viel dazugelernt werden. Und warum sollen die politisch Verantwortlichen in großen Positionen nicht auch mal von unten, von den ganz einfachen Leuten und von denen, die das Gemeindeleben gestalten, auch was lernen? Es wäre wirklich zu wünschen, dass die, wenn wir in der Gemeinde miteinander arbeiten können, dass auch die da oben, die sogenannten, die da oben auch miteinander arbeiten können und miteinander gestalten. Ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, was die Motivation zur Arbeit in der Gesellschaft ist. Wir, wenn wir das wertorientiert machen und das christliche Menschenbild eigentlich die Motivation für die ganze Arbeit ist, dann sind eine Reihe von Gefahren schon gar nicht gegeben, weil da kann es einfach nicht mehr um Macht gehen. Da kann es einfach nicht mehr ums Geld gehen, sondern da gibt es einen Auftrag, unsere Zeit und die Gesellschaft unserer Zeit einer menschenwürdigen Zusammenleben hinzuführen, dass wirklich jeder sich wohlfühlen kann und dass wir die Grundwerte unseres Lebens umfassend sehen und nicht nur, so wie es manchmal in den letzten Jahrzehnten war, nur im Materiellen. Da hätte ich nur eine Frage, und zwar, wo siehst du Probleme auf dem Weg? Was kann da nun passieren, dass es nicht so geht? Naja, ich glaube einfach, man setzt viel zu schnell voraus, dass eh alle Gemeindebürger wissen, was man eigentlich will und wie man das erreichen wollen. Und damit vernachlässigt man manches Mal die Information. Ich glaube einfach, das Ganze steht und fällt sehr stark mit der Information, dass alle möglichst auf einem gleichen Informationsstand sind und wissen, wozu das gut ist. Und das Zweite, es könnte ja Gefahr sein vor Wahlen, eventuell, dass irgendwer vielleicht glaubt dann, er müsste jetzt diese Art des Vertrauens oder Zusammenarbeitens reduzieren, um nicht zugleich auszuschauen. Ich persönlich glaube, dass für uns der Erfolg unserer Arbeit daran gemessen werden kann, wie viele Steinbacherinnen und Steinbacher sich an den Wahlen beteiligen. Haben wir eine hohe Wahlbeteiligung, dann ist das ein Zeichen dafür, dass diese Art der Arbeit geschätzt wird. Und wenn die Leute in der Demokratie mitarbeiten und mitdenken, das ist ja das Schönste, was wir haben können. Und wenn wir von unserer Zielsetzung uns so einig sind und den Weg, auch den wir gehen wollen, ja miteinander abgesprochen ist, kommt doch bitte nicht so sehr auf ein Mandat auf oder ab bei der oder jener Partei an. Das sehe ich gar nicht als das Entscheidende, sondern ich sehe das Entscheidende, welche Personen sind in der einzelnen Partei vertreten, wie gut können sie die mit dem Leitbild der Gemeinde identifizieren und mit welchem Engagement sind sie bereit, dieser Entwicklung der Gemeinde zu dienen. Und wer alles einsetzt und wer sich wirklich ehrlichen Herzens engagiert, der sollte es ruhig auch in Form von einem Wahlerfolg honoriert kriegen. Es hat jeder die Möglichkeit, sich ganz zu engagieren. Und unsere Gesellschaft braucht nicht mehr, glaube ich, als wir Menschen, die es ehrlich meinen, die sich dafür einsetzen und die bei dieser Erneuerung unserer Gesellschaft einfach aktiv mitarbeiten. Siehst du da nicht die Gefahr, dass die Bevölkerung sagt, die arbeiten eh so gut miteinander und die arbeiten so gut zusammen, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wählen gehen, weil da ändert sich eh nichts? Nein, das glaube ich nicht. Denn alleine wäre das Nicht-Wählen-Gehen schon ein Undank an diejenigen, die sich ganz einsetzen. Und so wie ich die Steinbecker kenne, wissen sie diese Arbeit, die wir für den Ort leisten, zu schätzen. Und ich glaube, die werden so viel zur Wahl kommen, wie es noch nie gekommen sind. Also ich wünsche dir halt alles Gute für deine Gemeinde, dass du viel Kraft hast, dass du vor allem auch viel Verständnis hast für deine Gemeindebürger, gerade für diejenigen, die etwas umdenken sollen oder müssen, dass du wirklich auch Verständnis hast in den politischen Reihen der verschiedenen Fraktionen und dass du vor allem persönlich Kraft hast dazu, dass diesen Weg der Erneuerung zu einem guten Ende führst. Und ich würde dich einfach ersuchen um deine Freundschaft und Partnerschaft mit deiner Gemeinde. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen und viel miteinander tun.
Ich danke dir schön für das, was du mir da Glück wünscht. Ich möchte aber auch dir alles Gute wünschen, dass du den Weg so fortsetzt, wie es noch begonnen habt, dass du für uns in Zukunft nur eine Vorbildgemeinde sein kannst. Und wenn da wirklich eine Partnerschaft entstehen würde, das würde mich auch sehr freuen. Der Weg der Gemeinden Sitzenberg-Reitling und Steinbach an der Steyr wird interessiert beobachtet werden, als Beispiel genommen und auch in anderen Gemeinden nachvollzogen werden.